Es ist schon lange her, dass es ein langes Video von mir gab. Aber jetzt gibt's wieder eins. Wir gehen in meine alte Schule. Ich bin ein bisschen überlastet gerade. Es gibt bald Hilfsmittelvideos. Also guck dir das Video auf jeden Fall an, wenn du etwas erfahren möchtest. Und wenn du mich unterstützen möchtest, abonniere natürlich den Kanal und guck dir die langen Videos an. Denn in der Länge, da ist einfach mehr Information drin. Ich bin jetzt im Auto und jetzt geht's Richtung alte Schule, und zwar ich war auf der Borgwegschule. Ich bin jetzt hier vor meiner Schule, Stock ausgeklappt, es gibt sogar Leitstreifen da vorne, was natürlich total geil ist. Wir gehen mal rein, wir gucken mal so ein bisschen. Also, let's go. Hier ist der Eingang der Schule, hier hat man immer früher cool abgehangen, aber ich find's einfach cool, dass es hier Leitstreifen gibt, und, aber die führen gar nicht in die Schule. Guck mal, die hören hier auf und ich weiß nicht, wann ich in die Schule rein kann. Gehen wir mal rein. Ah, hier geht was weiter. Aber hier fehlt ein Stück. Naja. Psst, kommt ganz heimlich mit. Und hier ist zum Beispiel der Sportplatz von der Schule. Es regnet, ich hoffe, die Kamera wird nicht komplett nass. Hier ist Blindenfußball, Banden. Ich muss euch zum Blindenfußball auch nochmal Sachen zeigen. Irgendwann will ich gerne mal auf diese Schule kommen und mal hier vielleicht Vorträge halten. Das wäre mega cool, so als ehemaliger Borgwegschüler. Finde ich auf jeden Fall cool. Und jetzt gehen wir weiter, oder? Ja, wir haben noch was zu tun, noch Haare schneiden und ach, kommt einfach mal mit, ey. Ich feiere das einfach. Ich war jahrelang nicht mehr auf der Schule, aber jetzt bin ich wieder hier und filme für euch kurz ein bisschen. Und hier ist dieser große, freie, die Fläche, wie nennt man das? Sportplatz. Spielplatz. Ja, Spielplatz, Pausenhof, was auch immer. Wie gesagt, ich muss irgendwann mal hier hinkommen und offiziell mal euch ein cooles Video über diese Schule drehen. Das wäre doch mal eine Mega-Sache, oder? Also, das wäre mega. Borgwegschule, schreibt mich mal an. Und jetzt hier richtig schön an der Reeperbahn angekommen. Mein Friseur, Leute, ist einfach an der Reeperbahn. Nicht auf der Reeperbahn, es heißt Reeperbahn, es ist eigentlich schon fast Altona. Aber ich sag mal an der Reeperbahn. Ich sag mal, mein Friseur ist auf der Reeperbahn. Ist es nicht. Ich weiß nicht, was ich sage in diesem Vlog. Ah, Zug kommt. Gewöhnt euch nicht an diese wilden Haare. Denn in 3, 2, 1... Okay, ich mach keinen coolen Kameraeffekt. Aber gleich habe ich neue Haare. Weniger Haare. Und meine Haare sind jetzt weg. Also weniger zumindest, 6 mm. Sieht das nicht gut aus? Ja? Gehen wir nach Hause und machen wir mal ein bisschen Real Talk. Erzähle ich euch mal ein bisschen, halte ich euch mal ein bisschen auf den, gebe ich euch mal ein bisschen ein Update, wie das Ganze ist und wie das mit den Vlogs und so weitergeht und so. Da wird einiges passieren. Und jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. Das war ein kleiner, aber feiner Vlog, würde ich mal sagen. Und ja, also ich mache es kurz und schmerzvoll. Nein, schmerzlos. Es ist gerade super viel Stress, also ob Kurzvideos, ob dies, Projekte, dies, das ist gerade sehr, sehr viel los und One-Man-Army ist schwierig, ja, also alleine alles zu stemmen ist schwierig, klar, meine Frau unterstützt mich immer dabei, aber meine Frau hat ja auch selbst noch zu tun mit Studium und so, das heißt, das Social-Media-Ding selbstständig zu machen ist hart, muss ich mir mal eine Lösung für einfallen lassen und ansonsten, das ist halt so der stressige Part, ansonsten was Hilfsmittel angeht, ja, plane ich, Video zu drehen, und zwar auf der Side City, die ist ja jetzt im nächsten Monat. Da ist die nächste Hilfsmittelmesse und da werde ich auf jeden Fall auch Videos drehen. Ansonsten habe ich mir hier eine neue Kamera geholt, eine Ace Pro von GoPro. Nee, oh Gott, nein, bloß nicht falsch sagen. Von Insta, eine Ace Pro. Und damit drehe ich auch gerade ein paar türkische Vlogs, weil ich das gerade ausprobiere. Aber beim Türkischen mache ich natürlich ganz einfache und nette Vlogs. Ich weiß halt nicht, wie wir hier diese einfachen, netten Vlogs reinpassen. Das heißt, was ich mir hier überlegt habe, ist zwar teilweise meine Vlogs weiterzumachen, weil die Umfrage war ja mehr Hilfsmittelvideos, weniger Vlogs von 180 Stimmen. Also 140.000 Follower, nur 180 Leute, die mitgemacht haben oder so. Egal, bei der Umfrage sieht ja auch nicht mal jeder. Aber ich glaube, dass ich so eine Kombination aus beiden machen werde. Also Vlog und irgendwie in den Vlog dann irgendwas Cooles mit einbauen. Solche Videos gibt es ja auch oft. Und glaube, das sollte dann was bringen. Das heißt, heute haben wir ein bisschen über meine alte Schule geredet. Wäre mega cool natürlich, wenn ich irgendwann mal von denen eingeladen werde, zu einer Veranstaltung dann mal Redner bin und dann mit den Kids spreche. Ich habe übrigens mega krasse Geschichte. Die Jugendlichen, die haben mich da direkt gesehen. Ja, also von wegen blind oder schlecht sehen, sondern man sieht einfach, wenn man was sieht, dann, also man sieht nicht, wenn man was sieht, aber der eine von denen konnte wahrscheinlich besser sehen, hat mich gesehen, hat den anderen Bescheid gegeben und dann haben wir uns noch unterhalten, also haben sich die ganze Traube an Jugendlichen gesammelt und mega cool auf jeden Fall. Und ja, ich bin ein Borgwegkind. Ich war auf der Borgwegschule in Hamburg. Das nochmal hier offiziell im Video. Also, wir sehen und hören zum nächsten Vlog. Wenn du diese Vlogs feierst, wenn du weitere Vlogs sehen willst, gib Daumen nach oben, teile das Video.
Ich weiß, ich habe lange keine Vlogs hier gemacht. Ja, ist auch so eine Motivationssache, ne? Es muss ja auch mal Feedback von euch kommen. Oder wäre schön, wenn Feedback kommt. Und jetzt rede ich wieder zu viel, deswegen höre ich auf. Ciao, bis im nächsten Video. Bye.